Hallo und ein herzliches Willkommen zum großen Finale der Uncharted-Trilogie. Nach unseren letzten beiden Abenteuern, die wir mit Nathan Drake erleben durften, sind wir nun bei Uncharted 3 Drake's Deception angelangt. Ja, und nun dürfen wir mal wieder unseren Mut unter Beweis stellen beim vorerst letzten Abenteuer unseres Haupthelden, denn es ist ja schon ein vierter Teil geplant und angedacht und dem werden wir uns natürlich auch widmen, sobald er draußen ist. Und ihr seht es schon, es gibt verschiedene Modi, unter anderem die Kampagne selbst im Einzelspielermodus, der Mehrspielermodus und der kooperative Modus. Wir werden erstmal auf die Kampagne uns fixieren und einfach dort unsere Abenteuer erleben und eventuell zeige ich euch dann aber nur eventuell nochmal den Multiplayer, aber das Spielchen ist ja auch schon ein bisschen älter, da hat man wohl kaum mehr eine Chance, soll so ein bisschen wie Last of Us sein in der Richtung, aber wer weiß, na mal gucken, ob ich dafür dann noch Zeit finde, aber erstmal jetzt ganz wichtig, die Kampagne, wir begeben uns in ein neues Spiel. Und das war die große Frage, spiele ich es auf einfach oder spiele ich es nochmal auf normal? Und ich habe mich dazu entschieden, mir diesen Krampf nochmal zu geben und das Ganze auf normal zu spielen. Ich dachte mir, hey, Uncharted 1, Uncharted 2, beides auf normal, irgendwie geschafft, auch wenn es mega fällig war, dann schaffen wir doch Uncharted 3 auch auf normal, oder? Das war mein Gedanke, ich hoffe, dass der richtig sein wird. Nicht, dass ich gleich richtig wieder verkacken werde. Aber hey, es gehört dazu. Es ist nun mal ein bisschen fälliger. Deswegen geht's jetzt los mit der neuen Story in Uncharted 3. Und ich bin richtig gespannt, was Nathan jetzt in der Zeit erlebt hat. Und was überhaupt so passiert ist, was mit Elena ist, ob die jetzt zusammen sind und so weiter und so fort. Und ich bin natürlich auch gespannt, ob das Ganze auch wieder so in sich geschlossen enden wird oder ob vielleicht so ein kleiner Hint auf den vierten Teil vorhanden ist. Wer weiß. Und vielleicht ist es ja diesmal sogar ein bisschen länger als die zwei vorherigen Teile. Die waren ja doch relativ schmackig, knackig kurz, würde ich sagen. Aber ich möchte auch eigentlich gar nicht so viel reden. Ich würde jetzt gerne die Zwischensequenz sehen, aber es lädt natürlich so lange. Inzwischen wurde der Dolch unten durch einen Ring ausgetauscht. Münze, Dolch, Ring, passt eigentlich ganz gut. Vielleicht ist das ja von seinem Vorfahren Sir Francis Drake, den er immer um den Hals trägt. Aber die Musik, die stimmt einen schon mal sehr auf das Abenteuer hier ein. Scheint auch um den fernen Osten zu gehen. Also finde ich, hört sich doch stark danach an. Alle Menschen träumen. Moment. Haha, okay. Weiter geht's. Aber nicht gleich. Die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter.
Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentlemen. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. So, und damit willkommen in Uncharted 3. So, und wir müssen natürlich jetzt erstmal hier schön die Menschen fertig machen, die uns gerade erstmal über den Tisch ziehen wollten. So, hallöle. So, wir, Vorsicht, ein bisschen ausweichen. Wir müssen den natürlich jetzt erstmal K.O. hauen. Oder beziehungsweise wir beide, denn Sully ist ja auch am Start und hilft uns tatkräftig. Sehr schön. Oh, okay. Hi, huch. Sorry. Oh Gott, ich gehe voll das Handgemenge hier. Oh, oh, Vorsicht, wir müssen... Okay, Moment, erstmal schön und jetzt wiederholt, um den Griff eines Gegners zu entkommen. Das tun wir natürlich gern. Alles okay, alter Mann? Okay, ihm geht's anscheinend gut, uns geht's natürlich auch gut. So, wir versuchen natürlich alles, um ihn, um die Gegner hier erstmal zu trotzen. Hupala, na komm. Warte, Vorsicht, 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 den müssen wir erstmal abschütteln. Wow, Vorsicht, immer schön ausweichen und immer schön den Konter geben, dann passt das eigentlich ganz gut, denke ich. Aber die Frage ist ja, wozu brauchte der denn den Ring von Sir Francis Drake? Was will er denn damit machen? Sully, Vorsicht, da sind ein paar mehr, ne? Du bist alt, denk dran. Du bist nicht mehr der Jüngste, aber hey, komm, warte, ich helfe dir. Ich unterstütze dich natürlich gerne von hinten. Ich bin dein Backup. Ja, komm, hauen wir einfach mal ab. Oh, oh. Oh, voll mit dem Stuhl, eine. Oh, 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 Vorsicht. Oh Gott. Oh, au, 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 au. Oh, oh je. Huh. Hallo. Hi. Kapitel 1. Noch eine Runde. Oh, jawohl. Um einen Gegner in der Nähe zu werfen, drücken Sie, während Sie in die gewünschte Richtung drücken. Okay, alles klar. Dann mal los. Drücken Sie mit dem Rücken zur Wand, um ein Objekt zu greifen. Okay. So, dann komm hier, bitteschön. Moinsen. Ah, Vorsicht, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir sind jetzt hier wirklich überflutet von Gegnern. Na, was heißt, wir sind überflutet? Komm, wir schubsen den mal hier direkt weg. So, komm. Jawohl, sehr schön. Und richtig schön einen mit der linken. Oh, mit der rechten auch noch. Vorsicht, Sully. Da sind ein paar mehr, ne? Ich hab die mir nicht ausgesucht. So, komm hier. Komm. Okay, Vorsicht. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, ne? Ich muss ein bisschen besser ausweichen und ein bisschen besser Konter geben. So, komm. Jawohl, das ist alles, meine Freunde. Kommt. Hier, komm, wir machen die fertig. Wir machen die richtig schön fertig. Oh, und sie machen uns ein bisschen fertig. Aber hey, das kriegen wir hin. Das sollten wir schaffen. Ah, oh, Nathan, das war richtig hart. Also schon mal so eine direkte Prügelei hier. Das finde ich schon mal super. Steigt schon mal sehr rasant ein. Und ich habe auch richtig Spaß daran. Oh, oh. Nicht doch er. Nicht doch er. So, komm, hier. Jawohl, sehr schön. Oh nein. Alter. Mann. Wie übel. Komm schon. Gut, geht. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Nathan ist einfach zu gut, ey. Moment. Erstmal den Anzug richten. Okay, müssen wir?
Ja, wir müssen. Okay, dann mal. Oh, wow, 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 wow. Der ist ja wirklich ein bisschen hart. Ein bisschen härter als so der 0815-Gauner. Da sollten wir vielleicht. Okay, Lust auf mehr. Oh Gott, Nathan, du wankst schon ein bisschen, wie man sehen kann. Oh, schnell ausweichen, sehr schön. Oh, das ist übel. Komm, wir hauen ihn richtig schön jetzt in das Klosett rein. Oh, Vorsicht. Wir müssen... Oh Gott, jetzt ist er wütend. Er ist wütend, ich habe ihn wütend gemacht. Oh Gott, wir müssen echt aufpassen, nicht, dass er noch wütender wird. Au, verdammte... Ah, nicht gegen die Wand. Du machst das Klo kaputt, das wunderschöne Klo hier, Mensch. So, komm. Oh. Oh, ist das hart. Jawohl. Ja, klar, alles super. Nee. Mein Stolz. Nicht schlecht. Okay. Ja, ich komme sofort. Ich gucke mich hier nur noch eben an. Ja, ich komme auch sofort. Ich möchte nur... Du siehst scheiße aus. Oh, guck mal, da ist auch schon der erste Schatz. Jawohl, sehr schön. Was haben wir denn da bekommen? Irgendwas. Okay, wir haben irgendwas bekommen. Anscheinend wird es jetzt nicht angezeigt, was wir da gerade bekommen haben, oder? Nö. Ich kann auch nicht irgendwie gucken. Ah, jetzt. Okay, ein bisschen verspätet, aber besser spät als nie, würde ich sagen. Wir haben eine Münze bekommen, so wie das ausschaut. Ist hier dann noch mehr? Ich guck lieber mal, ne? Weil wenn wir hier schon sowieso so ein paar Rangeleien hatten, dann muss man sich ja auch noch mal ein bisschen umgucken. Der Typ, der steht sowieso nicht mehr von morgen auf. Der ist jetzt bedient, denke ich mal, für heute. Also die Steuerung ist so ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl, als sonst in den anderen Teilen. So ein bisschen. Ah, guck mal, und das auch direkt nächster Schatz, der hat ja auch so geblinkt schon. Was ist das denn? Ein Messingstreichholzbehälter und das davor eine antike Boxmedaille. Alles klar, unsere ersten beiden Schätze sind schon mal gehoben, hier in so einem schmutzigen Ambiente, aber was soll? Ah, nee, nicht töten, meine lieben Freunde. Das tat weh, da hat er voll das Kühlfach gegen den Kopf bekommen. Das tat auch weh, Nathan, du bist so... Was zur Hölle? Du wirfst ja einfach die armen Behälter um. Mensch. Aber egal, gutes Teamwork ist hier natürlich gefragt. Jedenfalls halbwegs, damit wir das auch hinbekommen. Kann ich hier hochklettern? Nee, klettern kann ich leider noch nicht. Aber der schnieke Anzug, mit dem Nathan hier rumrennt, der ist wohl auch nicht zum Klettern gedacht, sondern zum Posen. Hi. Ups. Mist. Oh, verdammt. Komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh. Pater! Oh nein, oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Cartagena, Kolumbien.
20 Jahre früher. Das ist Nathan. Das ist ja süß. Oh, wie cool. El Pirata, Francis Drake. Tja, und das, meine Lieben, ist der Einstieg in Kapitel 2. Großes aus kleinen Ursprüngen. So, ich bin jetzt aber mal ein bisschen fies, denn ich mache hier direkt einen Cut. Denn das ist, glaube ich, gerade die perfekte Stelle, um mal jetzt zwischenzufunken. Wir sind jetzt gerade erschossen worden. Ich hoffe nicht, dass das das Ende der ganzen Reise jetzt bedeutet und dass Nathan dann irgendwie stirbt jetzt oder so. Aber wir sind jetzt nochmal 20 Jahre zuvor gesprungen, als Nathan noch ein kleiner neunmal klug war, ein kleiner Dreikäsehoch sozusagen. Und erleben jetzt hier vielleicht unsere Abenteuer, aber ich glaube nicht, dass Drake und Sully tot sind. Aber ja, das war die erste spannende Folge von Uncharted 3, Drake's Deception. Ich freue mich natürlich, wenn du morgen wieder mit dabei bist. Wann es Uncharted 3 immer geben wird, müsste dem neuen Uploadplan entnehmen, der bald wieder öffentlich sein wird, also der, wo es bald wieder neuen geben wird. Und bis dahin, ich würde mich über eine Bewertung zum Part riesig freuen natürlich und über eure Kommentare, vor allem zur unglaublich wüsten Kneipenschlägerei. Und ja, nun verabschiede ich mich, sage ciao, wir sehen uns in einer neuen Folge von Uncharted 3. Tschüss!